Immer wieder werde ich gefragt, wo denn die Blutgruppe des Kindes im Vorsorgeheft steht. Sie wird nicht routinemäßig bestimmt und deshalb steht sie nicht im gelben Vorsorgeheft. Aber müssen Sie als Eltern die Blutgruppe Ihres Kindes wissen? Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Freilich ist es interessant zu wissen, welche Blutgruppe ein Mensch hat. Aber richtig wichtig ist es nur dann, wenn man selbst Blut braucht. Denn dann müssen das Spender- und Empfängerblut kompatibel sein, also zueinander passen. Sonst könnte es tödliche Folgen haben. Und deshalb wird die Blutgruppe im Krankenhaus erst im Bedarfsfall immer akut bestimmt. Die gesetzliche Krankenkasse jedenfalls übernimmt die Kosten einer Blutgruppenbestimmung nicht, wenn sie nur aus reinem Interesse angefragt wird. Das kann schon bis zu 50 Euro kosten. Wenn es medizinisch notwendig ist, natürlich schon. Frauen bekommen in einer Schwangerschaft ihre Blutgruppe und den Rhesusfaktor routinemäßig bestimmt und in den Mutterpass auf Seite 2 eingetragen. Es gibt aber eine Möglichkeit, kostenlos an die Bestimmung der Blutgruppe heranzukommen. Ab 18 Jahren darf jeder gesunde Mensch Blut spenden. Und dafür gibt es als Dank vom Blutspendedienst neben Essen und Trinken kostenlos einen Blutspendeausweis, in dem die genaue Blutgruppe drinsteht. Und gleichzeitig tut man sogar zweimal etwas Gutes. Erstens natürlich für den Menschen, der Blut braucht, um zu überleben. Aber zweitens auch für den Spender selbst, weil es gesund ist, wenn die Blutneubildung angeregt wird. Und da wir bei Anregen sind, wenn Sie meine Videos gut finden, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und ein Kanalabo. Die häufigste Blutgruppe ist A Rhesus positiv mit einer Häufigkeit über 35%. Die seltenste ist AB Rhesus negativ mit 1%. Der Rhesusfaktor ist neben den Blutgruppen A, B, AB und 0 eine zusätzliche, genauso wichtige Eigenschaft des Blutes, die bei einer Bluttransfusion beachtet werden muss. Ein Rhesus-negativer Mensch kann nämlich nur Rhesus-negatives Blut vertragen. Das Universalspenderblut ist 0 Rhesus-negativ und deshalb besonders wertvoll und auch gefragt. Das Universalempfängerblut ist AB Rhesus-positiv. Wenn Ihre Neugier nun aber groß ist und Sie keinen großen Aufwand betreiben möchten, können Sie Ihre Blutgruppe auch selbst mit einem Blutgruppentest zum Selbermachen, zum Beispiel aus der Apotheke, bestimmen. Aber ich persönlich empfehle ganz klar die Blutspende mit den vielen Vorteilen.